Die Lego-Hobbit-Höhle. Bilbo Beutlins voll eingerichtetes Eigenheim besteht aus 652 Einzelteilen, ist 28 cm breit und 16 cm hoch. Das Set ist wirklich sehr schön gestaltet, es wurden passende Farben verwendet und schöne Details eingebaut. Durch die Tür gelangt man ins Innere des Hauses. Der Esstisch ist reichlich für die Zwerge gedeckt. Im Kamin prasselt ein Feuer. Bilbo kann sich mit den Karten von Mittelerde und seinem Schwert Stich auf eine spannende Reise begeben und sich danach an den Schreibtisch setzen, um seine Geschichte weiterzuschreiben. Es wurde bei der Gestaltung des Hauses auf schöne kleine Feinheiten geachtet. Selbst die Rune von Gandalf an der Haustür ist vorhanden. Es ist übrigens die Rune für Feo, das so etwas bedeutet wie spiritueller Reichtum. 6 Minifiguren sind im Set enthalten. Der Zwerg Balin, Bilbo Beutlin im heimischen Outfit, Gandalf und die Zwerge Dwalin, Bombur und Bofur. Außer Gandalf sind diese Figuren auch nur in diesem Set erhältlich. Bombur ist mein Favorit, da er wohl die erste wirklich dicke Lego-Figur ist. Der Neupreis der Hülle ist nicht ohne, doch für einen Fan ist es das Geld auf jeden Fall wert. Man kann damit allerhand Szenen nachspielen, doch auch zum reinen Anschauen ist es gut geeignet. Also einfach für jedermann. Welche Geschichten werden euch darin erwarten?